Das Wasser. Vielleicht kommt es uns merkwürdig vor, aber Wasser ist im Universum keineswegs im Überfluss vorhanden. Im Kosmos gibt es Wasser nur in sehr begrenzten Temperaturbereichen und auch unser Sonnensystem hat nur wenig Wasser. Unser Planet dagegen ist zu etwa 70% von Wasser bedeckt. Diese Mischung ist für alle Lebewesen auf unserer Erde äußerst wichtig. Alle unsere Organismen bestehen zu 70 bis 90% aus Wasser. Zwar gibt es auch Pflanzen mit einem Wasseranteil von 30%, doch andere, wie die Tomate beispielsweise, bestehen zu 94% aus Wasser. Wir wissen noch immer nicht genau, wie sich das Wasser auf unserem Planeten gebildet hat. Manche Vermutungen gehen davon aus, dass in Urzeiten Vulkane riesige Mengen Wasserdampf ausgestoßen haben. Mit der Zeit verflüssigte sich der Wasserdampf und bedeckte weite Regionen. So entstanden unsere Meere und auch die Polkappen. Was ist Wasser? Wasser ist eine Mischung aus Sauerstoff und Wasserstoff. Jedes Wassermolekül besteht aus einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen, die durch eine sogenannte Wasserstoffbrücke fest miteinander verbunden sind. Wassermoleküle bilden gewöhnlich große dreidimensionale Ketten. Wasser ist auch ein hervorragendes Lösungsmittel. Die meisten Substanzen sind wasserlöslich und wir können sagen, dass es reines Wasser ohne andere Substanzen nicht gibt. Meerwasser enthält große Mengen gelösten Salzes. Über 3/4 dieses Salzes bestehen aus Natriumchlorid, unserem ganz gewöhnlichen Kochsalz also. Wasser spielt auch für die Photosynthese der Pflanzen eine wichtige Rolle. Es enthält nämlich Substanzen, die der Pflanze als Nährstoffe dienen. Für jeden Lebenskreislauf ist Wasser somit unverzichtbar. Uns begegnet Wasser nicht nur als Flüssigkeit, sondern auch in Form von Gas, in Wolken oder in einem festen Zustand als Eis. Eis bildet sich, wenn die Temperatur unter 0 Grad sinkt. Bei 100 Grad kocht das Wasser und verwandelt sich in Wasserdampf. Im Gegensatz zu den meisten anderen Substanzen wiegt Wasser im festen Zustand weniger als im flüssigen. Dies bedeutet, dass die Dichte von flüssigem Wasser größer ist als von Eis. Und das ist auch der Grund, warum Eis im Wasser schwimmt. Solche Eigenschaften unseres Wassers sind für das Klima und das Leben auf unserer Erde von großer Bedeutung. Sinken die Temperaturen unter 0 Grad, frieren die oberen Schichten von Meeren, Flüssen und Seen zu. Das Eis wirkt interessanterweise wie eine Isolierschicht und sorgt dafür, dass die tieferen Schichten nicht zufrieren. Auf diese Weise geht das Leben in unseren Gewässern trotz der tiefen Außentemperaturen im Winter weiter.
Hätte das Eis eine höhere Dichte als flüssiges Wasser, würde der Meeresgrund an den Polen vollständig einfrieren und die kalten Zonen befinden sich in einer ständigen Eiszeit. Riesige Eisschichten würden in unsere gemäßigten Zonen vordringen und das würde natürlich unser Klima völlig verändern. Wasser besitzt die günstige Eigenschaft, Wärme zu speichern. Die Ozeane gleichen wie ein Thermostat die Temperaturunterschiede zwischen den Regionen aus. Gäbe es kein Meer, würde es tagsüber sehr heiß, nachts bitterkalt und das Leben sähe nicht so aus, wie wir es kennen. Wasser und Leben. Das Leben entstand und entwickelte sich im Meer. In flachen Gewässern, um genau zu sein, weil es dort viel Sonnenlicht gab. Dass sich das Leben im Wasser bildete, ist kein Zufall. Unsere ursprüngliche Atmosphäre konnte noch nicht die tödlichen ultravioletten Strahlen der Sonne abfangen, wie es heute mit Hilfe der Ozonschicht geschieht. So bildete das Wasser einen Schutzschild gegen diese Strahlung. Die ersten Lebewesen fanden im Wasser ideale Entwicklungsbedingungen vor. Es enthielt viele Substanzen, die durch Flüsse ins Meer geschwemmt wurden. Die Flüsse selbst bildeten sich durch starke Regenfälle. Auf diese Weise passten sich die Organismen an eine Lebensumwelt im Wasser an und wurden somit von ihm abhängig. Millionen Jahre später entwickelte sich Leben auch an Land. Doch dazu brauchte es immer noch Wasser. Der Regen schuf Flüsse und Seen. So verfügten auch die Lebewesen an Land über Wasser und die Nahrung, die es bietet. Von allen Gebieten der Erde haben die tropischen Regenwälder den größten Artenreichtum an Pflanzen und Tieren. Hier herrschen die richtigen Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Im Gegensatz dazu gibt es in sehr kalten oder trockenen Zonen nur wenig Leben. Hier ist auch der Überlebenskampf viel härter. In Wüsten ist Wasser ein seltener und äußerst kostbarer Schatz. Pflanzen und Tiere müssen mit ihrem Wasserhaushalt deshalb sehr sparsam umgehen. Viele Wüstentiere brauchen die Sonnenstrahlung, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Unsere Erde erzeugt ihre Feuchtigkeit mit Hilfe von Regen, der wiederum vom Klima und von den Windverhältnissen abhängig ist. Das Wasser und der Mensch. Der Mensch verbraucht immer mehr Wasser für sich selbst. Täglich 8 Billionen Liter Trinkwasser. Die Industrie hat den größten Wasserverbrauch. Reiche Länder verbrauchen mehr Wasser als arme. Ganz abgesehen davon, dass diese große Probleme mit der Wasserversorgung überhaupt haben. Deshalb baut man Dämme und Wasserspeicher, um Trinkwasser zu sammeln. Zugleich nutzt man sie für die Stromerzeugung. Mit dem Anstieg des Wasserverbrauchs nimmt auch die Verschmutzung unserer Küsten und Flüsse immer mehr zu. Dadurch sind die im Wasser lebenden Organismen ernsthaft gefährdet. Um diese schädlichen Substanzen zu entfernen, muss das Wasser durch Filter und Kläranlagen gereinigt werden. Musik.
Zusammenfassung. Wasser bedeckt zu etwa 70% unsere Erdoberfläche. Alle Lebewesen sind vom Wasser abhängig. Alle Organismen enthalten etwa 70-90% Wasser. Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom. Die Moleküle verbinden sich untereinander und bilden lange Ketten. Der Großteil der im Wasser gelösten Substanzen besteht aus Salzen. Wasser ist für den Lebenskreislauf von Tieren und Pflanzen unverzichtbar. Abhängig von der Temperatur kennt das Wasser drei Zustände: flüssig, fest in Form von Eis oder gasförmig als Dampf. Wasser hat im festen Zustand eine geringere Dichte als im flüssigen. Aus diesem Grund schwimmt das Eis auf dem Meer und bildet eine hervorragende Wärmeisolation. Die Ozeane regulieren unser Klima, da sie extreme Temperaturen ausgleichen. Im Meer hat das Leben begonnen und sich entwickelt. Um den Bedarf des Menschen an Trinkwasser zu erfüllen, baut man Dämme und Wasserspeicher. Um die Organismen im Wasser nicht zu gefährden, muss das Wasser geklärt werden.